Zukunft des Einkaufens auf dem Handelskongress. Karin, Katrin, so eure Eindrücke, was nehmt ihr davon mit? Oh, ganz viel, ganz viel. Es war eine tolle Veranstaltung. Toller Kongress, hat mir besser gefallen noch als in den letzten Jahren. Viele interessante Leute, tolle Politiker, die sehr beeindruckend waren, insbesondere angesichts der kritischen Situation, in der wir uns weltpolitisch im Moment befinden. Und was nehme ich noch mit? Ein Stapel neuer Visitenkarten. Und viele Anregungen für das, was wir alles in den nächsten Monaten tun müssen. Gut. Katrin, so von deiner Seite aus, was nimmst du mit? Ich nehme mit, dass ich hier auf dem Handelskongress Startups genauso wie etablierte Händler getroffen haben und man anscheinend verstanden hat, dass es nur zusammengeht und genauso, dass es nicht mehr die Trennung zwischen Online und Offline gibt, sondern man verstanden hat, dass es die Vernetzung gibt und ich glaube, das hat man hier heute und gestern sehr stark gespürt. Für mich waren so Themen, die mir ganz besonders ins Auge gestochen sind. Man hat jetzt auf einmal so eine Aufbruchstimmung, ausprobieren zu wollen. So einfach mal jetzt testen, neue Konzepte, Mut aufbringen und zu schauen, wie man den Herausforderungen der Zukunft begegnen kann. Leider steht der Handelskongress auch unter dem großen Thema Terror in Europa und natürlich Flüchtlinge. Aber das sind Dinge, die die Gesellschaft leisten muss und natürlich auch der Handel. Insofern immer wieder ein tolles Netzwerkevent, können wir wieder empfehlen, hier hinzufahren. Du hast Visitenkarten, du auch, ich auch. Und wir haben ganz viele neue Kontakte geknüpft für die Zukunft.